dann auch so nochmal sagen. Ich mache zunächst einen etwa halbstündigen PowerPoint-Vortrag über meine Arbeit und erläutere den Leuten verschiedenste Herangehensweisen an Arbeit in und mit der Natur. Anschließend mache ich Gespräche mit der Gruppe oder mit Einzelpersonen und schlage ihnen vor, was man eventuell machen könnte hier. Man kann also arbeiten im Wald, auf einer Wiese, mit einem Weiher eventuell. Und wir verwenden ausschließlich vorgefundene Materialien. Wir reagieren auf die jeweilige Natursituation und arbeiten mit und dieser Situation. Das heißt, wir möblieren nicht die Landschaft mit vorgefertigten Objekten oder Artefakten. Das Thema ist die Natur und das Kunstwerk ist die Natur selbst. Mhm. Ja. Und dann, ich zeige den Leuten, wie gesagt, verschiedene Herangehensmöglichkeiten. Sie können jeder für sich arbeiten, sie können aber auch sich in Gruppen zusammentun und arbeiten. Es könnte auch statt dass einzelne Arbeiten entstehen, die fotografiert werden, eine Arbeit entstehen, die ein Video wäre, die den Zeitfaktor einbezieht, wer das machen möchte. Und die Leute sollten sich alle mitbringen, gewisse Werkzeuge, Messer, Gartenschere, Säge, vielleicht einen kleinen Spaten und ein ähnliches mehr und vor allem ein Fotoapparat, mit dem jeder Teilnehmer die Arbeit dokumentieren muss. Denn das Resultat, das Endziel der Arbeit ist ein Foto, das nicht nur ein Dokumentationsfoto sein sollte, soweit wie irgend möglich, sondern ein eigenständiges Kunstwerk. Das heißt, die Leute sollten von Anbeginn darauf achten, Dinge zu tun, die auch fotografierfähig sind. Sonst können sie ja nicht mit der Welt kommunizieren. Und dann wird also begonnen, zunächst wird der Standort als solcher fotografiert und dann wird im Laufe der Arbeiten immer wieder mal ein Zustandsfoto gemacht und je nach Licht auch zu verschiedenen Tageszeiten, um am Ende dann eine Sequenz von mehreren Fotos zu haben, vom Anfang bis zum Ende. Und wie gesagt, das Endfoto sollte dann ein eigenständiges fotografisches Kunstwerk sein, das dieses Thema auf der zweidimensionalen Fläche der Fotografie vorführt. Und mit dem Resultat können wir dann eine kleine Ausstellung hier machen in Altes Feuerhaus. Mhm. Aha. That's it, ja. Aha. Ja, jemand kann auch mit mir arbeiten, ne? Oder mehrere mit mir. Das bleibt alles offen, wie die Leute mögen. Ich mache ihnen Vorschläge, aber entscheiden müssen die Leute selbst, was sie möchten. Welche Vorbildung muss ein Student haben oder ein Teilnehmer? Keine. Alles open. Gummistiefel muss er haben. Ja, das ist die Ausrüstung, ja? Ja, freilich. Also Outdoor-Kleidung sollte natürlich dabei sein.